Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Schiedsrichter Martin Ulankiewicz pfeift die Partie nun anstrahlen in Gelb von links nach rechts. Die Gäste in Rot laufen jetzt hier an, bereits mit Lukas Czepanik, der dieses Mal über die linke Seite kommt. Unruhe im 16er, kann noch nicht richtig geklärt werden. Und dann wird es gefährlich. Julius Paris mit einer ersten Glanztat nach 21 Minuten. Schauerte holt sich den Ball wieder. Miyamoto gerät aus dem Gleichgewicht und da ist Hammel und der legt ihn rein. Und die nutzt er clever von Schauerte, bleibt auf den Beinen. Das tut Miyamoto nicht, sieht Hammel, alle rücken vor, er schiebt ein. Ganz einfach geht es hier im Strahlener Stadion. Mit dem Neuzugang von Fortuna Köln. Kein Foulspiel an Hammel und jetzt der hervorragende Ball von Chirilo durch die Schnittstelle. Da ist Ubabuike und der Ball landet nicht im Tor. Die Riesenchance für Francis Ubabuike. Können hier ihr Spiel aufziehen. Wirtz stört da und der Querschläger von Paris. Benzala springt drunter her. Hammel will ihn sich durchlegen. Schellt. Geht immer wieder ins 1 gegen 1. Legt durch, Ubabuike. Und der testet Jendrusch erneut. Während Kiri den nächsten Angriff startet, macht er es gut. Der Ball, der Zirkel auf den langen Pfosten. Das Ergebnis ausmacht, aber strahlen wieder mit der nächsten Möglichkeit. Arus, aber seine Schüsse und seine Angriffe, die landen immer wieder auf über dem Tor von Robert Jendrusch. Und es kommt nochmal ein Baumlanger, zwar ein Stürmer, aber der wird jetzt hinten mitwirken. Alay Begovic, eigentlich fürs Toreschießen verantwortlich. Aber jetzt muss er mithelfen, bekommt keinen Ballkontakt mehr. Es bleibt beim 0:1 aus strahlender Sicht hier im Stadion an der Römerstraße. Bittere Niederlage für die Gastgeber in Gelb, verlieren dieses erste Heimspiel der Saison. Nee, ich mach's nicht nochmal. Ja, hier könnt ihr eine Playlist euch anschauen. Da gibt's ein ganz tolles Video von uns und da könnt ihr uns abonnieren.